Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher, mit unserem Nameless. Eine neue Woche mit 7 Days, schön, dass ihr reinschaut, meine Lieben. Und der erste Tag auf dem Weg zur dritten Hordenacht. Wir fahren jetzt kurz runter, ich werde einen kleinen Schnitt machen, dass wir unten in unserer Heimatsiedlung ankommen gleich. Und dann möchte ich den Boden heute reinziehen, beziehungsweise die Decke von unserer Werkshalle. Möchte mal gucken, was wir da alles an Materialien brauchen, dass wir uns da schön was aufbauen. Guten Tag, guten Tag. Und natürlich werden wir heute auch looten gehen, ein bisschen Geld holen. Ich will so langsam anfangen, die Hopfengärten oben aufs Dach zu ziehen, dass wir da so eine Mischung machen heute aus Basteln und aus Loot-Tour. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich unten und dann gehen wir es an. Bis gleich. Willkommen zu Hause. Jetzt geht's los, meine Lieben. Die ersten Tage vorm dritten Blutmond möchte ich auf jeden Fall eine Mischung machen aus Base- und Loot-Runden. Wir müssen ja Schmelzen aufbauen, Werkbänke und so weiter. Ich habe auf dem Bauplan, beziehungsweise auf meinem Plan, was ich alles bauen möchte, auch die automatische Schrotflinte jetzt fest drauf. Ich würde da allerdings gerne noch einen Skillpunkt reingeben. Lieber farm ich ein bisschen länger, dann sind wir nämlich bei Schrotflinten auf Stufe 5. Guck mal. Wir gehen bei Stärke auf Donnerbüchsen. Uns fehlen hier 7 in Stärke. Das heißt, ich gebe uns hier einen rein. Aber da muss ich 2 Punkte sammeln. Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, dann wird es Zeit, dass wir auf Tour gehen. Also das mache ich als nächstes, so dass wir die automatische Schrotflinte in der Stufe 5 bauen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt habe ich natürlich hier auch den Alpha-Build B163. Der kam ja, als wir gestreamt haben. Ist halt durch die Vorproduktion jetzt erst hier drin. Muss man ein bisschen aufpassen. Da sind jetzt ein Haufen Wildtiere, glaube ich, mit reingekommen, ne? Zumindest im Stream war es echt die Hölle. Bin mal gespannt. Ja, und dann machen wir jetzt so eine Mischung, sag ich mal, die ersten 3 Tage zwischen Base und Blutmond. Zwischen Base und Lootrunde. Und die letzten Tage auf dem Blutmond hin gehen wir an den See. Und parallel natürlich, wenn wir jetzt on Tour sind, besorgen wir uns gleich die Mats, die wir da brauchen zum Aufbauen. Und dann will ich da was probieren. Ich habe da so eine Idee im Hinterkopf. Wenn die klappt, werden wir am See den Blutmond machen. Wenn es nicht klappt, müssen wir uns das überlegen. So, hier. Jetzt haben wir schon 3... Ach gut, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Feuerwachen wir jetzt schon. Jedenfalls ist das die einzig wahre. Alter, ich will doch da oben. Das müssen wir jetzt mal gucken. Und was brauche ich denn zum Beete aufsetzen? Und wie viel Hopfensamen haben wir denn jetzt eigentlich schon? Muss ich auch noch ein bisschen in Living in the Land, oder wie das Ding hieß, ne? Leben vom Land? Living from the Land? Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir erstmal einen Zombie, dann trinken wir was und dann sind wir angekommen in der neuen Woche, oder? Yeah, baby. Da vermisst man dann schon so den extremen Klatscher vom Hammer, gell? So, wir müssen natürlich auch aufräumen, das ist klar. Jetzt pass mal auf. Ich muss jetzt mal ganz kurz was gucken. Wir räumen jetzt mal alles rüber, was ich auf keinen Fall jetzt im Moment direkt brauche, ne? Das heißt, die ganze Muni kann mal rüber, die alten Dinger können rüber. Das können wir vielleicht gleich beim Händler dann eintauschen. Was habe ich denn hier? Gib mir mal die Samen mit. Ich nehme die Samen mal mit rein in die Küche. Schrotflintenteile haben wir, glaube ich, auch keine mehr. Ist das die Stärkebrille? Ne, wir haben die Beweglichkeit und die Int-Brille. Welche hast denn du gerade an? Die Glücksbrille. Ist klar, ist klar. Gut, das nehmen wir jetzt alles mal. Das sind die Hopfendinger. 3 Stück. Das ist schon mal sehr gut. Kaffee gehört eigentlich auch in die Küche. Ja, ich fange jetzt aber nicht an zu sortieren, ne? Sonst kommen wir nämlich wieder nicht raus. Genau, nimm das aber auch mal mit. Wenn ich jetzt schon einmal in die Küche gehe, nehme ich mal alles mit, was nach Pflanzen, Essen, Trinken und so aussieht. Was ich spontan sehe und nicht übersehe, was ja auch recht schnell geht. Kisten müssen wir mal, wir müssen jede Menge Zeug machen. Hier ist nochmal eine Innenbrille. Das ist eigentlich, ich würde die Spritzen, glaube ich, in den Süßigkeiten-Schrank mit reinpacken. Das sind so die Buff-Sachen, ne? Dann nehmen wir das noch kurz mit. Machen wir hier nochmal einen ganz Mini-Checker. Kohle würde ich an Mann nehmen, Munition, das machen wir dann alles später. Das werde ich gleich auspflanzen. Hey, wie gut, dass ich 2000 Pflanzenkübel mit habe. Hier ist... Doch, stopp, das kannst du auch noch mitnehmen. So, einfach mal reinkommen, wir müssen ja auch ankommen wieder, ne? Ich liebe das übrigens, der Tag nach der Hordenacht ist der geilste Tag. So, jetzt gehen wir erstmal gucken, ob unsere Süßigkeiten, ob das alles so funzt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das klappt natürlich, warum soll es nicht klappen, ne? Süßigkeiten, dann machen wir die Spritzen hier mit rein. Dann sind die schon mal aufgehoben. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns erstmal was zum Trinken. Er hat nämlich Durst, wird hier. Ja, mein Freund, trink. Trink, jetzt pass auf, jetzt räumen wir hier mal ganz kurz aus. Ist das jetzt hier auch auf 0%, ne? Also jetzt können wir wieder ganz normales Wasser trinken, sehr schön. Hier haben wir die leeren Gläser gehabt, das ist gut. Jetzt muss ich aber allerdings mal ganz kurz was gucken. Hier haben wir die Konserven gehabt, oben wird gekocht. Hier haben wir Pulver und drüben haben wir die Rohnahrung, ne? Das heißt, für die Samen mache ich jetzt erstmal hier klar. Ich mache mal die Samen hier rüber, dann finde ich die, weil die kriegen einen eigenen Schrank draußen noch, ne? Die Gärten. Kaffee ist soweit klar. Dann haben wir hier Goldrutensamen und Chrysantheme ist eigentlich eher dann ein Rohprodukt, wo hier rüber kann.
Baumwolle hat hier eigentlich gar nichts zu suchen, auch wenn es eine Pflanze ist, ne? Und dann haben wir noch Maismehl. Maismehl ist ja was, was ich zum Kochen brauche, deswegen kommt es hier mit rein. Alles klar, jetzt gehen wir mal kurz zum Handy und gucken mal, ob der uns eine Mission hat. Und dann werde ich erstmal einen Schlag Holz besorgen. Jetzt pass mal auf, die Schrotflinte ist klar. Eine Schmiede haben wir erst aufgebaut und eine Werkbank. Die können wir natürlich dann oben setzen, sobald wir das mit dem Holz erledigt haben. Das habe ich vergessen. Jetzt mache ich mal alles rüber, komm, sonst wird das nämlich wieder nichts mehr. Haben wir eigentlich wirklich kein anderes Geld mehr? Stopp, das könntest du eigentlich gleich einschmelzen. Dann können wir da schon ein paar Barren machen. Und dann, bevor wir sie umsetzen. So machen wir das. So machen wir das. Pass auf, dann schmelze ich jetzt einmal hier das jeweils da und da ein. Ich mache das schon mal hier rein. Dann kann das schon mal anlaufen. So, halte mal. Du bist jetzt hier in einem anderen Gebiet. Der Händler ist jetzt nicht ganz... Der Händler ist jetzt nicht ganz da. Ich dachte gerade, wo ist denn jetzt die Händlerin hin? Klar, muss ich mich jetzt erst wieder dran gewöhnen. Vorne links ist unser Handy. Lalali, das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben, ist ein Chemielabor. Das werden wir uns natürlich dann auch früher oder später bauen. Dann müssen wir mal durchgucken, wie es mit unseren Werkzeugen beschaffen ist. Da kann ich bestimmt auch schon Besseres herstellen. Wir gucken jetzt auch mal beim Händler, ob er Schrotflintenteile hat. Und künftig werde ich die Schrotflinten scrappen. Und dann würde ich gerne ein bisschen Holz holen für die erste Lage von meiner Base. Machen wir gleich hier. Die Samen vom Holz würde ich gerne noch ausbringen. Und wenn wir es irgendwie schaffen, würde ich auch gerne die ersten Beete schon mal herstellen. Und dann gehen wir looten. Je nachdem, was er für uns hat. Jetzt gucken wir mal kurz. Ja, du verstehst mich. Du verstehst mich, Handy, sowas schon immer. Guck mal, ich habe das hier zum Umtauschen gefunden. Die wollte ich eigentlich aufheben, gell? Ha, ja, aber eigentlich war gestern so. Und den Helm bräuchte ich eigentlich auch nicht. Aber den hebe ich mal auf. Wie viel Geld habe ich jetzt? 900. Jetzt gucken wir mal, ob der überhaupt Teile hat. Er hat Schlotfrinden. Schlotfrindenpatronen. Fortgeschrittener Blasebalg, Trageschrauber, Zubehör. Das brauchen wir natürlich alles nicht. Andere Frage wäre natürlich, wenn der eine billige Shotgun hat. Das Jagdgewehr, warte mal, ich gebe da mal ganz kurz einfach mal ein. Nee, hat er nix. Dann gibt man eine Mission mit, Digga. Irgendwas, was in der Nähe ist. Nee, abholen, alles weiter weg. Aber wir haben südlich die Wüste. Oder könnte man vielleicht da mal Ausflügel machen? Vielleicht findet man den zweiten Händler oder so. Südlich ist das, ne? Das heißt, die oberen zwei Quests könnte man machen oder die hier. Abholen, abholen, säubern, südlich. Komm, wir nehmen die mal. Lass mal gucken, wo die ist. Jo, genau mittendrin. So muss es sein. Also, dann haben wir schon mal was. Gehen wir vielleicht dann am Nachmittag los, würde ich sagen, oder? Jetzt hauen wir hier erstmal ab und holen uns ein bisschen Holz. Da Holz holen jetzt nicht so aufregend ist und ich leider noch keine... Kettensäge und so Zeugs am Start habe. Apropos Kettensäge. Die war die im Stream im ersten? Die war, glaube ich, im ersten Stream, gell? Brauchst du Motorwerkzeugteile? Ich glaube, die wäre halt geiler, wenn ich sie finden würde. So, ich hole ein bisschen Holz, meine Lieben. Ich würde sagen, einen Baum zusammen. Den ersten und den letzten Baum zusammen. Und dann gehen wir erstmal oben. Klassiker. Dann gehen wir erstmal oben die Platte reinziehen. Ich mache da eine Holzdecke rein, ne? Muss jetzt eh mal oben gucken. Ich war schon eine Weile nicht mehr oben. So, erster Baum zusammen. Zweiter Baum wird dann für euch der letzte sein. Und ich mache zwischendrin noch so 5, 6 weg. Ich glaube, das reicht, wenn man noch einen mitnehmen. Dann haben wir so ein paar Holz. Das müsste eigentlich reichen für die Decke. So, den hauen wir noch weg. Ja, es wird jetzt Zeit, dass wir zumindest mal das, was wir draußen haben, jetzt alles reinpacken. Dann unten schön schauen, dass eine Tür drin ist, eine feste. Und oben so ein bisschen grob die Einteilung schon mal machen für die Lagerflächen, würde ich gerne. Jo, servus. Zack, nochmal drüber gestiefelt. So, den nehmen wir natürlich mit. Wir wollen ja auch irgendwann mal wieder Speck mit Eiern futtern. Den kannst du auch noch weghauen. Der ist nicht groß, außerdem ist er natürlich hübsch. Aber ich habe auch ein Recht. Weil du bist ausgedotzt, du hast... Natürlich, wenn wir den Händler irgendwann demnächst mal die Tür ausräumen, weil jetzt haben wir ja auch Waffen, wo wir dann die Muni brauchen können und alles, dann ist das erledigt. Und jetzt gehen wir den Clownhammer schnappen, dann ziehen wir die Decke rein, die bleibt jetzt so, wie sie ist. Umbauen kannst du ja immer. Aber wir brauchen den Anfang. Ich muss jetzt gucken, dass ich Lager reinbaue, dass ich sortieren kann. Dann ist das alles viel besser. Sollen wir natürlich irgendwann ausblenden, wenn wir so weit sind. Und ich würde gerne gucken, ob ich oben auf die Fläche komme. Das würde ich auch noch gerne machen. So, jetzt müssen wir allerdings ganz kurz mal hier durchschlimsen.
Ob wir. Ah ja, das wollte ich mir ja auch noch richten hier oben, die Waffen, ne? Das nehme ich jetzt mit, weil ich es gerade gesehen habe. Die habe ich auch noch zum Wegräumen. Ah ja, so gesehen. Wo habe ich denn den Clownhammer hin? Ich manchmal. Wenn ich selber ausspreche, verstehe ich manchmal selber Clownhammer. Au, ja, richtig. Und ich wollte gucken, was ich für die Beete brauche. Der erste Hopfen wäre schon Geschichte. Wir brauchen Holz, ist klar. Verrottetes Fleisch, Nitrat und Lehm. Lehm, Nitrat, verrottetes Fleisch. Ist bestimmt alles zehnfach hier drin, oder? Ne, Lehm nicht. Nitrat, verdorbenes Fleisch. Holz sehe ich jetzt hier keins. Pass auf, das machen wir jetzt folgendermaßen. Wie viel haben wir gesagt? Drei Hopfensamen haben wir schon, gell? Vielleicht können wir da heute einen Anfang finden. Verdorbenes Lehm, Nitrat und Holz. Wieso hat es das da oben gemacht? Weil das da halt einfach hingehört. Und den Clownhammer ist jetzt natürlich die Frage, ob ich überhaupt schon einen hatte. Hatte ich schon? Da liegt er. Da liegt er und spricht nicht mit uns. So, komm, wir ziehen kurz die Decken rein und schauen wir mal, ob noch Holz übrig ist. Türe dürfen wir nicht. Könnte ich eigentlich gleich eine bauen, oder? Was brauche ich denn für eine geile Tür? Eisentür wäre halt schon cool. Geschmiedetes Eisen haben wir doch. Dann ist da schon mal was Stabileres drin. Reicht das jetzt für die Tür? Wir legen einen. Zack, zack, zack. Auf den warte ich jetzt persönlich. Schöne Geschichte. Und wir werden natürlich jetzt hier auch uns irgendwo eine Stelle suchen, wo wir so ganz kleines bisschen Wald aufbauen. Vielleicht nicht direkt vor der Hütte, aber ganz in der Nähe, würde ich sagen, oder? So, machen wir uns die Eisentür. Bis die fertig ist, fange ich schon mal oben an, die Wände reinzuzimmern. Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, dass ich die seitlichen Träger hier lasse. Die werde ich als Regalunterteiler nehmen, ne? So, pass auf. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier. 4 Holz kostet es jeweils. Da kann es natürlich sein, dass ich das irgendwann seitlich als Schönheits-Dings noch ein bisschen weiter aufwerte als nur mit Holz. Ich glaube, wir gehen nochmal Holz holen. Guck mal, es fehlt jetzt nicht mehr viele. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 Stück, 19, den muss ich nochmal wegschlagen. Hier war ich leider ein bisschen zu fleißig. Sagen wir mal 20. Ah, ich muss ihn nicht ganz weghauen, aber reparieren muss ich ihn. Jep, schön. Jetzt gefällt es mir. Wunderschön. Also kommt 20 hierfür. Und für die Beete brauche ich, für die drei Hopfenbeete, weil die fangen wir heute auf jeden Fall an. Nochmal 12, 4, 40, 80, 100. Das ist ja höchstens ein Baum. Kommt, dann haben wir es fertig. Lumli, 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 lumli. Das ist schön. Jetzt haben wir immer wieder zwischendrin auch so einen ganz kleinen Anteil. Umbau, Basebuilding, Fallenbau, Lootings, alles drin. Man kann alles machen, was man will jetzt. Herrlich. Nur um nochmal festzustellen, dass die Nomadenshuttle zwar sehr lehrreich und schön war, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich will doch bauen. Ich will doch bauen, was ist denn los? Den würde ich ja gerne eigentlich lassen, aber du wächst ja eh nach, so wie ich dich kenne, gell? Den habe ich schon angedötzt. Aber ich habe ihn nicht ganz abgebaut. Aber wir könnten ja hier, wenn wir wollen. Ist ja da jetzt jedes Mal, wenn wir wollen, an. Den holen wir uns dann jetzt zu Weihnachten immer ran hier, den. So. Schöne Geschichte. Habe ich jetzt 100? Jupp, die reichen. Die müssten eigentlich reichen. Die müssten eigentlich. Ja, den Hopfen gerade, den baue ich da oben drauf. Das wird die große Fläche auf dem roten Ding oben. Mit Helikopter, Anflug und Lande und Startbahn. Was weiß ich nicht alles. So, Klauerhämmerle. Ah, schon ist das ein Feeling hier, auf die Werkstatt zu kommen. Jetzt bin ich gespannt, ob es auch wirklich reicht. Wie? Ich habe da was, aber zum Essen hier ist da was. Ich weiß, da müssen wir uns eigentlich auch drum kümmern, nehmen das. Dass du ordentlich was zum Futtern hast, ne? Irgendeins der Rezepte, auf das spezialisieren wir uns dann ein bisschen. Am liebsten wäre mir natürlich dann was, was ich selbst herstellen kann durch Gartenarbeiten, ne? Ach Gott, die Safes, die müssen wir, glaube ich, auch noch. Das wäre ein Dietrich, dann hätten wir sie auch, gell? So, meine Lieben. Fußboden ist drin, seitliche Abgrenzungen mache ich dann irgendwann. Seitlich hier, komplett außenrum, wird auf jeden Fall Lagerfläche sein. Ich nehme an, dass ich hier Workbench und Chemiestation hinstelle. Und die Schmelzen. Ich würde ja gerne die Schmelzen um die Säulen setzen. Das wären 4 Stück. Wie würde das aussehen, platztechnisch? Gehen wir mal von aus, ich setze hier 4 Säulen hin. Dann hätte ich da schon mal 4 Stück.
Dann könnte ich auch später das dann noch so und so machen. Wir werden natürlich trotzdem hier eine Defense brauchen, ne? Den Luxus, hier oben eine Werkstatt zu haben, müssen wir halt im Prinzip dadurch wettmachen, dass wir hier die Schreierin später automatisiert erledigen und so. So, und dann kommen mehr oder weniger dann hier die Kisten hin und das musste ich jetzt erstmal noch angucken, weil, das war mir klar, ich weiß nicht, ob das in so einem... Ich könnte mir auch noch eine zweite Decke irgendwann reinziehen. Ich könnte es natürlich hier so draufstellen. Weiß aber nicht. Hier passt nämlich nur eins rein, ne? Durch die Träger, oder? Ich baue die Träger halt ab. Oder ich baue die Träger ab. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn jetzt Sache hier die Kisten hängen. Ich baue das nur mal jetzt so auf, dass ich es ein bisschen sehe. Ich würde nämlich tatsächlich auch gerne ein paar Dekostücke noch aufsetzen irgendwann. Ist klar, dass du jetzt keine Frames mehr hast. Das war doch Logo. Mach nur mal eine. Weißt du, dann haben wir hier zum Beispiel so ein Dreierpaket für Rohstoffe. Hier hätte man dann ein großes Paket. Und hier würde ich dann entsprechend ganz groß reinbasteln. Also die Idee gefällt mir schon mal, gell? Dann sieht es auch ein bisschen stylisch aus, das Lager, und nicht nur zweckdienlich. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und hier würde ich dann, allerdings ist das sehr schade, hier könnte man natürlich auch vom Boden weg das anpflanzen. Dass wir hier ein großes hinmachen. Und da drüben auch nochmal ein großes. Und ich könnte auch theoretisch, wahrscheinlich täte ich da dann auch ankommen, oder? Ja, wir könnten sogar ganz groß bauen. Das machen wir wahrscheinlich auch. Und dann hast du auch hier noch die Möglichkeit, was hinzuhängen. Da will ich allerdings dann irgendwann so einen Zaun hinbauen, ne? Lass mich mal ganz kurz was gucken. Nee, nee, nee. Wir hatten aber letzthin bei dem Housing-Ding Holzlaufsteg, Holzleitern. Den da wollte ich doch. Mal, lass mich mal einen bauen, dass ich den mal sehe. So würde der normal aussehen. Und wenn ich hier auf Shape gehe. Ach, guck mal an. Was? Unbearbeitetes Holzgeländer. Treibholzgeländer links. Treibholzgeländer rechts. Holzspalier. Holzhaufenzaun. Biegung, Biegung, Biegung. Das wäre dann die Version hier, ne? Ist aber jetzt auch nicht ganz meins. Aber schön, dass ich die mal sehe, die Sachen. Ich glaube fast, dass ich so ein Typ wäre, der sich... Das glaube ich, mache ich mir rein. Erst habe ich überlegt, das hier, aber das wäre eher was, wo ich in die Gärten mit verwende. Das hier nehmen wir, Leute. Das hier werden wir uns hier hinbauen. Ich setze es einfach mal. Ja, herrlich, dann kann da schon nicht runterfliegen, der Gute. Ja, da machen wir uns ein paar, aber ich will ja jetzt die Beete nochmal kurz vorbereiten, bevor wir jetzt auch gleich looten wollen noch. So. Eins, weil Lehmboden fehlt, aber Lehmboden müsste man uns besorgen. Ich glaube, den habe ich nämlich komplett eingeschmolzen. Merkst du, wie ich durcheinander komme? Ich habe gerade die Schmelze hier gesucht. Da ist kein Lehmboden drin, gell? Ich gucke draußen mal alles durch, wenn nicht, machen wir dann morgen die Beetsgeschichte und gehen jetzt luchen. Ich sehe Lehm. Also, wie viel könntest du jetzt? Machen wir alle fertig, die brauchen wir sowieso. Wir machen trotzdem morgen erst weiter, weil jetzt gehen wir ein bisschen Spaß haben, würde ich sagen. Das heißt, ich hau jetzt alles hier rein, was ich nicht mitnehme gleich. Kann ich dann morgen wieder rausholen. Ich denke, getankt haben wir. Das kann ich aber im Mofa lassen. Das lassen wir dann hier. Brauche ich die eigentlich noch alle? Das nehmen wir auch mit. Ich habe das als Gen dabei. Das bleibt da, das bleibt da, das, 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 das und das habe ich eigentlich auch gern dabei. Die Beete laufen jetzt durch, die hauen wir dann ins Mofa. Woodframes sollte ich mir noch ein paar machen. Wie viel kannst du? Vier. Ist besser wie nichts. Die laufen durch, die kommen dann hier hin. Den Hammer brauche ich eigentlich jetzt nicht, wenn wir looten gehen. Die nehme ich mit, die Werkzeuge. Das brauchen wir auch nicht, wenn wir looten gehen. Hier haben wir unsere zwei Hauptwaffen. Dann haue ich die noch drauf, die Frames dann hier drauf. So, essen, trinken, einen Schluck und dann hauen wir ab. Dann hauen wir ab, weil wir es können. Problem ist jetzt halt, dass wir nicht viel gute Sachen zum Essen haben. Aber wir finden jetzt auch ein bisschen was, würde ich sagen. So. Ich liebe das gerade, wenn wir hier so ein ganz kleines bisschen alles haben, was wir brauchen.
Oh, die Lockpicks weiß ich nicht mehr, wo die waren. Haben wir überhaupt Lockpick-Süßigkeiten? Ich nehme mal eine Spritze mit, oder? Falls mal wieder überladen rumrennt. Ich muss demnächst einmal hier ein bisschen auskillen. 3, 6, 9. Ja, das kriegen wir schon hin. Handeln, maximale Gesundheit, Schleichschaden, Strom, Nahkampf, Altstoff, Fallschaden. Offensichtlich haben wir die Süßigkeiten nicht. Den Dietrich Süßigkeiterich hätte ich schon gern gehabt. Wenn wir mal ganz kurz gucken, vielleicht hat er ja hier was oben in seinem Dings. Weiß ich nämlich nicht mehr. Beutebonus. Die nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Schlösser knacken. Der Rest hole ich dann immer so Stück für Stück. Lass uns mal auch, wenn es obwohl der ein oder andere hat bestimmt auch seine Notreserve im Kühlschrank. Da würde ich nämlich sagen, dass ich das Geld jetzt hier mal reinpacke. So, Beutebonus für der Endloot. Ja, dann fahren wir kurz rüber und dann gehen wir heute gemütlich in eure Lootründle machen. 16 Uhr. Ja, dann werden wir wahrscheinlich heute Nacht hier nochmal zurückkommen. Dann können wir heute Nacht weitermachen. Ach so, wir fahren jetzt in die Wüste, gell? Das wird ja dann nichts mit heute Nacht weitermachen. Dann würde ich sagen, wir fahren gleich los. Ich mache einen kurzen Schnitt. Ich besorge gerade noch ein bisschen Holz. Dann haben wir morgen, wenn wir weiter basteln wollen, hier schon mal unser Holz am Start. Und dann fahren wir so gegen 18 Uhr los. In der Zeit hole ich jetzt ein bisschen Holz ran. Wir hauen gleich ab. Ich bin eben auf dem Dach, wo die Hopfengärten hinkommen. Ich will mal kurz gucken, wenn ich hier aufschlage, wie ich von drinnen eine kleine Treppe nach oben führen kann, sodass wir in irgendeiner Form auch hier oben landen werden, wenn ich von innen aufs Dach will. Dann muss ich ja nicht mal außen rumlaufen. Aufweg brauchen wir sowieso. Ich würde sogar zwei reinbauen. Einen direkt von der Werkshalle aus und einen von da drüben. Hier habe ich nur mal schon einen Rand aufgebaut, einfach ganz grob, dass ich so ein bisschen ein Bild von dem kriege, was ich hier mal irgendwann machen will. So. Und dann hauen wir jetzt aber ab, sonst kommen wir tatsächlich noch ins Dunkle. Gut, das kann ich ja jetzt so machen. Da kommt ja dann irgendwann auch eine Tür rein. Die bauen wir, sobald wir zurück sind. Jetzt muss ich es mir mal angucken. Zur Not muss ich es wieder zuschaufeln. Aber ich hätte schon gern von da auch einen Aufgang. Also hier werde ich eine Treppenhauserweiterung bauen. Das heißt von hier hoch, dass wir rauskommen auf den Vorplatz. Und da hätte ich gerne auch was gehabt. Dann kann ich ja immer noch zu meinen Autos runterschauen. Vielleicht baue ich mir auch noch hier einen Steg vor. Einfach für den Moment, wenn ich da vorne mal einen Kaffee trinken will. Dann kämen wir ja von der Flucht so. Dann kann ich nämlich da später immer noch was machen. Das muss ich mir aber erst überlegen. Deswegen setze ich es jetzt schon mal hin. Dann sehe ich es morgen, wenn wir zurück sind. Praktisch mit einem frischen Blick. So, und dann rechts das Ding hoch. Dann kommen wir hier raus. Dann müsste ich allerdings die Träger. Ne, ich baue das zwischen den Trägern. Dann mache ich hier noch welche weg. Dann kommen wir zwischen so einem Träger da hoch auf die Hopfengärten. Ja, das wird so langsam. Ich würde sagen, wir hauen ab, meine Lieben. Sonst wird es nämlich tatsächlich jetzt noch ziemlich düster, bis wir dort sind. Turret lasse ich hier. Sieht aus wie eine kleine Westernstadt hier irgendwie, wenn man so mal guckt, ne? Wenn wir jetzt in der Wüste sind, vielleicht halte ich morgen noch mal ganz kurz an auf dem Rückweg. Und besorge mir gleich so ein paar Yuccas, ein paar von den Aloe Vera. Und ganz wichtig wäre vielleicht ein bisschen Ölschiefer. Wir wollen ja Benzin und Öl herstellen. Brauchen wir beides für Benzin natürlich, gar für unsere Fahrzeuge. Und Öl brauchen wir tatsächlich, um die Molotows herzustellen, mit denen ich ein bisschen mehr machen will. Ne? Da schauen wir einfach mal, wenn ein Spot ist, markiere ich das. Wir haben halt noch nicht das gute Werkzeug. Das heißt, ich mache da jetzt nicht allzu viel. Die großen Farmrunden machen wir dann, wenn wir genug Material, wenn wir gutes Werkzeug haben. Der Wasserturm da hinten, der wirkt echt lost irgendwie, oder? Ah ja, da sieht man den Zaun. Ist das. Ach Gott, euch habe ich komplett vergessen. Wo bist du? Und ich habe euch immer noch genauso wenig gern. So. Ey, wie geil ist denn der Himmel jetzt gerade in Verbindung mit diesem Gebäude hier in der Wüste? Schon ziemlich stark, ne? Nehme ich mit, weil Gärten und so. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, dass wir. Aber wir sind ja abends unterwegs. Da drin ist ja jetzt nachher gleich kein Klima mehr, oder? Das müsste eigentlich hinhauen. Dann machen wir jetzt gemütlich das Gebäude doch, würde ich sagen. Dum di dum di dum di dum. Sollen wir hier schon mal anfangen? Warte mal, machen wir mal anders. Du hast ja Benzin bei. Ich guck mal ganz kurz, das kann ich ja jetzt eigentlich hier lassen. Wenn was wäre.
Da könnte ich das Knochenmesser jetzt reparieren, aber es muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein. Die Sachen nehme ich mal alle mit rein. Die Schaufel wirst du nicht brauchen, wenn ich überladen bin. Ich hab's Mofa. Eigentlich unnötig, dass ich es mitgenommen habe, gell? Egal, ich würde sagen, so passt's jetzt. Ich würde aber trotzdem hier schon mal draufhauen. So, und jetzt ist die Frage. Die könnte ich schon machen, gell? Guck mal, bis hierher. Yucca, Pilzsporn, Gras, Goldrute. Ja, klar. Muss man ab und zu sich mal wieder in Erinnerung rufen, was man alles schon kann und nicht kann, ne? Die wird zu sein. Hier könnte ich mir jetzt zwar aufschlagen, aber das Spiel hat doch immer selber. Da ist offen, siehste. Die ist warm, ja, ist klar. So, kurz einstellen drauf. Dass wir wieder mit der Keule spielen. Oh, ich nehme jetzt alles mit hier. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Die Dinger sehen wir ja schon. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt gleich benutze, da kommt noch mal einer. Ich mache erstmal das Gebäude leer. Ich versuche mir zu merken, dass jetzt hier ein Safe war. Falls ein zweiter oder so ist, dass ich das Ding mit einmal dann benutze. Das haben wir ja noch nicht, dass wir vom Türken auf das Messing kriegen, gell? Nö, also dann mache ich da jetzt auch nicht drum rum. Gott sei Dank haben wir die Säuberungsquest, sonst könnten wir jetzt schon wieder abhauen. Oh. Bist du dann eher von oben zugänglich, Süßer? Ja, wer weiß nicht, wann man da wieder dann hinkommt und so. Aber das war eh zum Aufschlagen, denke ich. So. Das ist eine Zweier jetzt, ne? Dass wir auch mal wieder ein paar Zweier abgearbeitet kriegen, das ist schon recht. So, das haben wir alles leer. Lalali, lalalum. Das passt mir wunderbärchen. Nur kannst du eigentlich anlassen. Hier hab ich natürlich mit. Das sieht jetzt aber nicht aus, als wären da schon wieder die nächsten Bären am Start, oder? Ich bitte. The Gates. The Gates. Wie er wieder ewig aushält. Da hinten ist er gleich nochmal. Hat er sich gebeamt? Oh, daneben. Am besten nur mit schweren Angriffen schaffen, oder? Wir müssen gucken, dass wir in die Küche kommen. Ich habe nichts zum Futtern bei. Das nehme ich jetzt alles mit. So Leder und Stoffe. Ja, mach langsam. Müssen wir auch nochmal skillen dann irgendwie, ne? Dass wir ein bisschen mehr Ausdauer übrig haben. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt eigentlich? Immer noch den einen. Naja, da wird es jetzt Zeit, dass wir noch ein bisschen EP zusammenkriegen. Du hast echt gar nichts außer Süßigkeiten jetzt gerade, ne? Und da vorne ist die Küche. Wenn wir da was finden, kriegt er gleich was zum Futtern und dann ist wieder alles gut. So. Die machen wir jetzt auch gleich. Ich laufe nur mal kurz hier rum. Nehmen wir jetzt auch mit. Wen habe ich jetzt wieder geweckt? Klingt nach viel, ne? Gut, die werden sich melden. Ich mache erst die Küche geschwind. Sehr cool. Ein bisschen Geld dabei. Die nehme ich natürlich mit. Da werden wir einiges verzieren. Steck. Leider nicht mehr. So. Leeres Wasser. Glas. Kühlschrank ist unlootbar. Hier haben wir was zum Essen. Halt nicht viel, gell? Das Buch brauche ich jetzt nicht unbedingt lang. So. Auch gleich aufgehoben. Halt die ganze auch gleich. Schreibe. So.
paar Sachen sind ja immer brauchbar. Das passt schon. Ja, sagen wir mal, was ist denn? Bier, freut sich der Händler. Bier, das lobe ich mir. So. Da war jetzt nichts. Hier ist auch nichts. Oh, ich bin so entspannt hier mit der Keule. Ach, da hinten macht ihr das Lärm. Komm, Ober. Umgefallen ist er, als hätte ich ihn erwischt, ne? Neues Buch. Was haben wir für eins? Militär-Tarnstiefel. Oh, ich verstehe. Oh, die hat fast kein Gliedmaß mehr gehabt jetzt. Ist jetzt schon Nacht? Ja, es ist schon Nacht, gell? Die zucken noch alle. Ah, das war nur ein Auto. Ich dachte gerade, da steht noch ein zweites. So, sehr gut. Nägel, die darf ich jetzt aber nicht mehr schreddern. Die brauchen wir nämlich für Kissen. Wir brauchen viele Kissen. Irgendwelche Bewandtnis hier mit euch. Da oben ist Loot, da muss ich gleich noch hoch. Lockpicks. Ich erinnere mich gerade wieder, dass wir noch ein Safe hier offen haben. Und die haben wir gesagt, die wollen wir ab und zu aufschlagen, weil sich da schon Loot drunter versteckt hat. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Bewusst jedenfalls noch nie. So, wir gucken kurz durch. Ich schredder jetzt wirklich nur noch die Sachen, wo ich... Ah, jetzt ist ja Nacht. Das sind wir ja gar nicht überladen. Sehr geil. Guck mal, kannst du den hier... Da willst du eigentlich hochkommen, ne? Ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen umständlich vielleicht. Aber... Hä? Oh, scheiße, jetzt ist da ein Balken. Warte, warte, warte. Ich hab's gleich. Das ist geschafft. Super, ich freue mich, dass es geschafft ist. Da. Achtung, nichts drin, oder? Doch! Es Süpple! Sonst noch irgendwas? Da hinten sind Kisten aufgestellt, aber kein Lootzeug mehr. Bauen wir das alles wieder an. Hoppla. So, haben wir denn hier schon einen Zugang, dass ich da draußen schön für Ruhe sorge? Ist ja nur höchstens einer, oder? Ja, da ist er. Auch eine ziemlich coole Stimmung in der Wüste, finde ich gerade. Die Galle. Kriegen wir bald unseren Skillpunkt, dann geht's wieder weiter. Freue mich. So, hier darf ich jetzt nichts vergessen haben. Ich war sogar oben, ne? Doch, da ist noch eine Tasche. Komme ich an die ran, wenn ich hier drauf stehe? Jo. Taschenlampe bringt Fufi beim Händler. Oder täusche ich mich? 40 oder 50, gell? 40. Geht's schon in den Keller? Immer Stückle schneller. Halt scheiß Hunger, dann ist Messer brauchen wir nicht, Honig brauchen wir jetzt im Moment Gott sei Dank auch nicht. War da nicht noch irgendwo Erbsedösle, das ich noch nicht gegessen habe oder sowas? Ich gehe einfach durch, ganz gemütlich und gemächlich, weil ich sehe das Zeug nämlich nicht. Fehlt halt immer gleich so viel Ausdauer. Es ist wunderbar leise nachts, gell? Sag mal, die Fässer sind mir vorher zum Looten noch nicht so aufgefallen.
waren wir mal irgendwo, wo es ganz viele Fässer gab, die ich aber nicht looten konnte und gedacht habe, ja, die sind nur für Holz. Weil das ist ja schon cool, wenn du wirklich alles durchsuchen kannst, ne? Und die haben einen Haufen Platz. Sag mal, kann ich mir Weinfässer bauen? Nee. Das brennende Fass kann ich mir bauen. Das wäre natürlich geil, wenn ich mir solche Weinfässer bauen könnte. Wird unheimlich gut in die Küche passen. Würde ich sofort umsteigen. Nein, nicht kaputt machen. Dann hätten wir ein Lager mit lauter Weinfässern. So. Summ, summ, summ. Gesau. Aber nicht ein Fläschchen Wein drin irgendwo. So, ich gehe systematisch durch, ne? Ein bisschen Zeit nehmen wir uns einfach. So, da haben wir alles durch. Hinter der Treppe geht's weiter. Hinter der Treppe geht's weiter. Instalam da. Ich kenne den Text nicht. Schala heiter. Sehr gut. Schmutzwasser brauchen wir doch auch für irgendwas. Ich hab's letzte noch überlegt. So. Ich glaube, wir sind auch schon ruhig gleich, ne? Ist das das Ding mit einem Riesenschwein vielleicht oder so? Ne, hier geht's wieder hoch. Ein Safe war, ne? Okay, hier ist alles abgebrochen. Ich nehme an, hier ist Klon. Links geht's gleich weiter. Geht eine Leiter nach oben. Den Fallschirm müssen wir morgen früh holen, Leute. Ich sehe es gerade nochmal. Fallschirm und Safe merke ich mir jetzt. Und wahrscheinlich gleich ausladen. Okay. Okay. Komm gleich nochmal auf dich zu. Rück. Kleiderschränke nur. So, Dach. Was mache ich denn auf dem Dach? Juche. Ich freue mich jetzt tierisch, dass da oben gleich wieder ein Geier sein wird. Pff, trinken kann ich dir geben, aber das war es dann auch schon. Kältewiderstand, Hitzewiderstand. Was kriege ich denn für den Hut beim Handy? Ja, jetzt ist okay. Also gut, dann lade ich schon mal nach. Ist nachgeladen. Wow, was ist denn los? Nehmen wir das, was ist denn los? Ach, das ist gar keine freie Fläche. Probier mal. Okay. Bist du alleine? Ich dachte, da sind jetzt mehr. Hallo. Die Eule finde ich halt auch mal klasse. Doch einer ist schon noch irgendwo. Hä? Okay. Also muss ich doch übers Gebälk wollen die, dass ich hier gehe, oder was? Das ist ja schon wieder genial, oder? Oh! Okay, das sind nicht so viele. Das sind nicht so viele. Sonst hätte es hier oben schon auch heikel werden können. Schön, jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder voll wach. Ach Gott, ich überziehe gerade. Aber ich habe ja gesagt, dass ich ab und zu mal eine überziehe, ne? Scrap, Scrap. Sammeln. Jetzt müssen wir gleich wieder ausräumen. Ey, ist ja richtig geil jetzt für die dann hier so. Da ist der Hauptblut, da komme ich gleich. Komme ich gleich dazu. Juhu. Und das können wir eigentlich auch schreddern. So. Hier ist jetzt noch das Papierzeug. Das will ich aber nicht. Da hinten ist auch noch zum Zeugs wegschippen. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Hier ist nichts. Nur Mats. Da habe ich leider den Platz nicht. Gut. Willkommen Hauptblut. Okay, sehr gut. Erstmal mache ich oben um die Sachen weg. Wie Munition und Medizin. So, pass auf, das scrappe ich jetzt. Das ist eigentlich klar, dass ich das scrappe. Das brauche ich nicht. Richtig, wollte ich ganz kurz mal was durchgucken. Sechser haben wir schon, brauche ich mal keinen Kopf machen, ne? Hier könnte ich natürlich jetzt, ich verliere zwar Werte, aber ich würde wahrscheinlich ein Ding dazu bekommen. Ich würde allerdings in diesem Fall erstmal noch die hier belassen. Ja,
Das sind mir die Werte, glaube ich, fast lieber. Weißt du? Erstmal würde ich die belassen, ja. So, gucken wir mal rein. Das ist gut. Oh, schönes neues Buch. Bewegungserkennung. Die Beute wird in der Regel von automatisierten Verteidigungssystemen und automatischen Geschütztürmen bewacht. Bewegungserkennende Geräte nehmen dich 3 Sekunden lang nicht wahr, wenn du schleichst. Oh, das klingt so, als ob da noch was Neues drin wäre, was ich so noch nicht gesehen habe. Die verkaufen wir aber hier, Nemi. Dann lass das mal da, nimm das mit. Nee, lass die leeren Gläser da, davon hast du mehr. Ich brauche die Dinger für die Beete, ne? Und den hier, den wird sie uns auch abkaufen. Den würde ich sogar vielleicht reparieren. Dann mache ich hier. Warteschlange ist voll. Alles klar. Den will sie ja uns normalerweise nicht, ne? Dann machen wir das so. Gut, mache ich die Stiffkisten noch auf. Dann wissen wir, was da ist. Und dann gehe ich runter verladen. Und dann machen wir den Safe morgen halt. Sollten wir aber auf jeden Fall reingucken. Das war klar. Das war klar. Wir gucken einfach jetzt mal rein. Wir machen das andersrum. Ich gucke jetzt hier rein. Dann schauen wir gleich noch in den Safe zusammen nach. Sehr geil. Achso, brauchen wir ja gar nicht mehr. Stahlvorschlaghammerteile. So, machen wir das. Wir gehen jetzt gemeinsam runter. Dann schauen wir in den Safe und ich verlade dann und packe das ganze Zeug hier oben dann ins Mofa, ne? Dann sind wir durch. Und wenn ich mir hier... Er hat immer schon... Naja, das ist normal, dass du so viel Hunger hast. Das ist ganz normal. Das war nix. So, dann komme ich ja schnell wieder hoch. Dann brauche ich mir da keinen Kopf machen. Kurz zum Hauptblut. Das könnte man sich ja vielleicht merken, dass wenn man mal schnell Hauptblut holen will, dass man da mehr oder weniger einfach kurz rein kann. Sag mal, wo war denn der Safe? Gleich am Anfang, gell? Das blendet aber ab. Mein Problem, da ist er. Wie viele Lockpicks habe ich denn? 2? Geh mal kein Risiko ein. Gönnen wir uns das jetzt einmal, dass das halt so funktioniert. Beutebonus habe ich mal wieder nicht genommen. Ach, herrlich. Das werden wir vielleicht erstmal später machen bei den Großen. Das vergesse ich nämlich jedes Mal, Süßigkeit zu nehmen, bevor ich irgendwo reingucke. Was haben wir denn hier noch für eine Mission? Muss ich gleich mal gucken. Naja, also ich verlade dieses Mofa. Dann sehen wir uns morgen wieder praktisch tagsüber, Tag 16. Dann gehen wir heim, räumen das Zeug weg, machen die ersten Kisten und so. Ja, guck dir es an. Ist okay, hat sich gelohnt, gibt auf jeden Fall Knete. Dann mache ich jetzt hier einen Schnitt, meine Lieben. Dann sehen wir uns morgen. Freue mich schon auf die Runde. Und dann geht's hier weiter. Mit all den Dingen, die wir machen wollen. Ich freue mich. Bis dann.